So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück. Gleich mal gucken, wie er ist, also ob mit der Aufnahme alles passt. So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück. Es scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht, am Anfang ist es mal so ein bisschen gestocker, sieht man ja auch hier, ne? Die Kamera, die ist mal so ein bisschen so pausiert. Und da fängt es sich aber zum Glück. Das Problem ist, manchmal ist es aber auch nicht so. Dann stockert sie durch die gesamte Aufnahme. Also ob mit der Aufnahme alles passt. Na gut, ich meine, die Aufnahme, wo es so extrem schief gelaufen ist, war zum Glück eine Clicker-Hero-Aufnahme. Die guckt sowieso keine Sau. Von daher ist nicht so schlimm. Aber. Und ist ja auch schon mal eine Mein-Test-Aufnahme abgeraucht, deswegen. Die dann auch so ultra beschissen war. Na gut. Selbst wenn. Wäre es halt so. Ich bin ja kein professionelles Aufnahmestudio. Boah, macht der hinne, ey. Das geht ja mal gar nicht. So, erstmal hier wieder alle Fackeln abbauen. Dann gehen wir noch ein ganzes Stück tiefer, aber wirklich ein ganzes Stück tiefer. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wo wir ein bisschen lang bauen. Ich habe offen gesagt keinen Plan. So, hier kommt. Was habe ich getan? Keine Ahnung. So, hier kommen auf jeden Fall schon mal die Leitern hin. Okay, die Leitern, die wir haben, reichen gar nicht. Ach, scheiß drauf. Braucht halt keiner. Brauchen wir später. Bitte. Reicht das aus von der Höhe? Nee, gerade jetzt noch nicht. Na gut, ich wage noch mal einen Abzweig. Ich mach mal so hier. Und dann räume ich auch gleich mal mein Inventar ein bisschen auf. Weg, weg. Oh, schon alles voll hier. So viel schon da. Gut, ich pack mal. Warte mal ganz kurz, ich mach mal so. Ach was, ich mach so, so. Dann mache ich so. Und dann packe ich immer die ganzen Edelmetalle rein. Und schon ist er wieder voll. Scheiße. Oh Gott. Was ist nur los? Hallo, Licht. Achso. Weit genug? Ach Gott, doch lange nicht. Okay, so. Immer noch zu hoch, ernsthaft? Okay, aber ich sehe mittlerweile einen Boden. Shit auf. Okay. Wow.
Wait a second. Geht das jetzt die ganze Zeit auch in die Richtung? Was? Upsala. Mese. Weil die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wir buddeln ja quasi erst in die Richtung, also in die Richtung, und dann klicken wir quasi um in die Richtung. Ob wir quasi einfach direkt in die Richtung mal bauen. Ich glaube, das sollten wir einfach mal tun. Licht vermeiden. Komm her. Hier können wir wieder zubauen. So. Und dann bauen wir es mal in die Richtung hier. Oh, dieser scheiß Kies hier. Verräter-Kies. Und der nächste Spitzhacke weg. So, ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr Steine sammeln, dann schmeiße ich die restlichen Steine einfach auch mal weg, ganz ehrlich. So sieht das scheiße aus. So. Tja, ich glaube, so kommen wir nicht in die Mega-Höhle. Ich glaube, wir kamen gerade komplett an dir vorbei oder unter sie drunter durch. Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? Ich verstehe das nicht. Da kommt was. Yay, wir haben es geschafft. Oh, wir sind sogar relativ auf. Hey, wir sind sogar fast auf guter Höhe rausgekommen. Lol, hat sich gelohnt. Siehst du, wir kommen hier fast perfekt auf richtiger Höhe raus. Schon wieder verloren hier. Okay, komm, wir gehen jetzt mal heim. Und bringen mal ein paar Steine weg. Das ist ja hier, das nimmt ja hier Ausmaße an. Die kannst du keinem erzählen. So, erstmal hier freischaufeln. Das weg, weg. Oh, Alter, wir haben viel zu viel Müll. Wir haben viel zu viel Müll in viel zu viel Taschen. Ich räume jetzt mal alle Taschen aus. Könnt ihr mir aber glauben. Dann machen wir jetzt erstmal die nächsten paar Folgen Höhlenwanderungen.
Dann können wir uns darauf konzentrieren und können die Taschen leer machen. Weil das ist ja hier. Das nimmt ja hier Ausmaße an, die sind nicht mehr verträglich. So, wenn wir uns mit dem Mesesammeln noch ein bisschen Mühe geben, dann können wir uns bald so eine Meseblöcke bauen und damit, also könnte man von der Menge könnten wir jetzt schon machen. Aber, ne, weil dann können wir nämlich die Dinger hier so umbauen, dass sie immer einen ganzen Stack mit einmal rausnehmen. Das verringert dann den Lag und verringert auch alles andere. Voll die Wartezeit. So. Und schon ist die Kiste fast wieder voll. Okay, du kommst rein, mehr nicht. So, was kam noch ins Lager? Edelmetalle nicht, Edelmetalle lagern wir daheim. In unserem kleinen Bunker. Du kannst bitte wieder nach da oben, dankeschön. So, ansonsten, mehr kann hier erstmal nicht rein. Die Sachen packe ich auch alle mal zu Hause rein. Okay, also ab nach Hause. Oh, unser Hotel da hinten. Das wird Dimension annehmen. Geil. So, was jetzt? Genau. Hier. Weg. Weg, weg. 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 Erstmal hier alles rausnehmen. Alter, 18 Diamanten. Boah. Wir hatten bisher irgendwie so 2 Diamanten oder so gehabt. Und allein in einer Folge fast das Neunfache aufgenommen. Aufgenommen, klar. Also klar, ins Inventar aufgenommen. Von daher wäre es grammatisch sogar fast richtig. Aber ich meine eingesammelt. Oder abgebaut. Neonkerze kommt hier nicht rein, ne? Ketze, Alter. Ich bin der Ketzer von Notre Dame. Nein, Neonkatze. Ach genau. Alter, wir haben 6 Stück haben wir schon. Plus die, die hier hängt. Also haben wir schon mindestens 7 Neonkatzen abgebaut. Lol. Wird ja. Echt nice. Gut, eine war davon ultra kurz. Die war ja gerade mal die letzte, die wir abgebaut hatten davor. Also, nicht die, die wir jetzt in vorletzter oder letzter Folge abgebaut haben, sondern die, die davor war. Die war ja gerade mal 3 Blöcke lang. Die hat ja gar nichts gedroppt quasi. Bei der war der Drop gelutscht. Aber wir können langsam auch das Zeug mal einschmelzen. So, aber. Tja, mittlerweile bin ich fast im Überlegen, ob es nicht doch sinnvoller wäre, das als Blöcke zu sammeln. Hat er nicht doch mehr Rainbow Ohr? Nö. Na gut. Haben wir gerade mal 2 Stacks. Post dann hier. Ach so, ha, ja klar, wir haben hier, klar hatten wir noch mehr. Hier. Ja, genau. Gut, dann machen wir das mal wie folgt. Den Scheiß nehmen wir mal raus. Und das packen wir mal um als Block. So. Bam. Achso, dann muss es aber hier natürlich raus. Weil Blöcke kommen bei Blöcke rein. Also hier. Dann packe ich die aber mal extra. Weil die ja schon ein bisschen, ne, die ist ja schon ein bisschen was Besonderes. So. Sehr schön. Oh, alt. Oh Gott, wir haben mittlerweile mehr als 100. Okay.
That escalated quickly. Alter, wie viel Eisen wir einfach haben. Wie viel Eisen wir haben, oh mein Gott. Hatte ich letztens Eisen eingeschmolzen oder sind das hier die drei Stacks, die hier rumliegen? Kann sein. Alter, wie viel Roheisen hier einfach rumliegt. Wie fucking viel Roheisen hier rumliegt. Ich sag mal so, läuft. Gut, ich mach mal hier andersrum, so rum ungefähr, bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fast 10 Stacks Eisenblöcke, Roheisen. Ja, also, ich glaube, Eisen brauchen wir definitiv nicht mehr abbauen, vorerst, aber... Ja. Gott, wie lange braucht das zum Schmelzen? Okay. Da kommen wir mit. Da packen wir dich mal da rein. So, alle anderen Öfen müssen leer sein. Ja, sind sie auch. Sehr schön. Puh. Okay. Also Eisen, wie gesagt, da haben wir... Wie gesagt, wir brauchen halt dieses Roheisen für manche Sachen. Dieses geschmiedete Stahl. Aber ich glaube mal, 10 Stacks Roheisen plus 3 Stacks gebranntes Eisen, mindestens 3 Stacks, sollte erstmal reichen. Ich denke mal, da sind wir auf der guten Seite. Definitiv auf der guten Seite. Auf der sicheren Seite. Guten Seite ist nicht wirklich das Wort, was ich gerade verwenden wollte. Oh, wir haben noch schon wieder vergessen. Nicht Lehm. Blei. Blei, genau, Blei. Aber immer noch kein Sulfat. Meine Fresse. Alter, wann finden wir Kacksulfat? Hoffentlich gibt es jetzt in dieser schönen... Wow. In dieser schönen Mega-Höhle ein bisschen Sulfat. Hä? Oh, falsch. Ich wag's... Oh, schau hier, Alter, hier jetzt auch. Ist auch egal. Aber ich mag es irgendwie mittlerweile fast ein bisschen bezweifeln. Ich glaube mal, das Spiel mag uns einfach nur nicht. Ich denke mal, das Spiel ist einfach so ein Nope. Braucht ihr garantiert nicht. Lass ich mal bei mir. So, jetzt haben wir ordentlich Rainbow Ore. Wie sehen wir jetzt hier in den Taschen aus? Hier, achso, siehst du, wollte ich ein bisschen A, das Holz wieder auffüllen und B, selber mal ein bisschen Holz jetzt hier mitnehmen. So, weg, weg. Hier ist alles in Ordnung. Ich habe zweimal Äpfel. Warum das? Ja, hier habe ich auch noch Äpfel. Warum das? Easy. Das da. Okay, der Quatsch kann hier oben mit rein. Ach so, ja, von der Mine da hinten. Da hat man ja auch einen Ofen gehabt. So, und was hier auch noch mit rein kann, ist dieses ganze geschnittene Kack. Der ganze Scheiß hier. Weg, 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 weg. Oder ich kann es auch erstmal rekombinieren, damit es nicht so viel Platz verbraucht. Das heißt. Hey. Moment mal. Da. Ihr kommt da mit rein. Und jetzt heißt es das da. So, du und du. Danke. Du und du, weg da, danke. Du und du, danke. Und jetzt du und du, danke. Perfekt. So, der ganze Scheiß kommt erstmal wieder hier rein. So ungefähr und so ungefähr. So, das hier kann auch weg. Braucht auch keine Sau. Jutchen, dann haben wir erstmal wieder im Inventar ein bisschen Platz, vor allem in den Rucksäcken. Da können wir uns jetzt wieder direkt ins Abenteuer stürzen. Holz habe ich dabei. Volle Fahrt! Bitte bremst! Oh, Alter. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass er doch mit dem Laden schneller ist, als ich hoffe oder gehofft hatte. Und er so gut hinterherkommt, dass er nicht stehen bleibt dadurch. Da war ja was.
Wow, stimmt ja, bei den letzten Public haben wir noch gar keine Leitern gesetzt. Upsala, das kann mal passieren. Also würde ich mal sagen, tatsächlich, wir bauen mal vielleicht doch unsere Dinger mal um, unsere Lager dann mal um auf Stackwise. Sagt man das überhaupt? Keine Ahnung. Also Stackwises pushen und poppen. Ich finde die Wörter so falsch. Aber es sind offizielle Wörter, ne? Also englische Wörter natürlich, klar. Pushen ist ja quasi drücken und poppen ist entnehmen. Daher auch die beiden Begriffe Push the Button und Popcorn. Wobei ich mir jetzt bei Popcorn nicht so sicher bin, ob das jetzt daher geleitet ist, weil das macht nicht wirklich Sinn, aber ja. Oh, Alter! Dieser Sand hier ist von Satan. Satanischer Sand. Blinde decken auf. Satanische Pferde auf Deutschland Rauswassertapeten. Dududum. Ja. So ungefähr. Hütchen, dann haben wir schon mal den Zugang zur Höhle fertig und dann können wir uns mal in der Höhle ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir da ja ordentlich Sulfat. Auf jeden Fall habe ich da hinten schon, also da sieht man ja die eine Mine und da habe ich zumindest schon mal Diamanten gesehen. Also Diamanten haben wir auf jeden Fall ein paar. Da hinten sieht man es, da sind zwei und da ist einer. Ach, siehst du? Ach komm, ey, komm, nee, kein Bock jetzt. Okay, zwei Sachen. Erstens, wir machen jetzt erstmal das mit dem Lager, mit den Pushern. Und dann baue ich mir jetzt eine verfickte normale Fernglas. Bronze. Bronze, wo bist du? Haben wir Bronze? Ja. So, das war einmal so. Dann war das einmal so. Und dann so. Perfekt. So, reicht das aus, wenn ich das jetzt irgendwo im Inventar habe? Ja, okay, jetzt reicht aus, wenn ich das irgendwo im Inventar habe. Oh, meine Frau guckt Schmuddelpornos. Schmuddelpornos. Ein bisschen doppelt gemoppelt, aber egal. Sehr schön. Jetzt können wir auch endlich mal ein bisschen hier, ne? Ein bisschen zoomen. Digga, wie ich diese Funktion vermisst habe. Yay! Yeah. Okay, wir lesen von hier aus ein Buch. Ah, sehr schöne Geschichte. Okay, so, das war Nummer 1. Und Nummer 2 sind jetzt diese Pusher. Na, weiß die Dinger natürlich nicht. Scheiße. Pipeworks. So, das ist der Feldinjektor. Achso, Digiline, genau, das haben wir und wir brauchen den gelben. Okay, siehst du, und hier brauchen wir nämlich einen ganzen miesen Block. Und deswegen habe ich die halt bisher nicht gebaut. Ach, man kriegt aber dafür gleich zwei. Okay, dann brauchen wir da. Okay, na gut, da hätten wir eigentlich doch schon länger bauen können. Das ist ja gar nicht so überall, klar. Übelst überteuert. Also nur ein bisschen überteuert. So, brauchen wir noch Stahl. Und was war das andere? Plastik oder Papier? Ich nehme einfach mal beides. Danke. So. Einmal ins Raster. Was? Oh, ja, wir haben noch keinen. Och, Mann. Du Scheiße. Ich hasse dich. So. Danke. Bam. Bam. Nein. In Raster. Dankeschön. So. Sehr geil. Achso, gleich mal Schraubendreher mitnehmen, weil ich jetzt garantiert schon weiß, dass er das Ding wieder falsch rotiert. Einfach, weil er mich hasst. Dieser Hurensohn.
Voll das Geile ist jetzt, wir haben unsere Anlage so gebaut, dass er immer drei Signale mit einmal bekommt. Alter, jetzt komme ich nicht zu den Kopf zu machen. So. Das heißt, wir bekommen jetzt quasi. Scheiße, ich komme da gar nicht drauf. Kann ich jetzt so. Ach komm, weg da. Dann bauen wir jetzt da was ran und da was ran. Easy. So. So rum müsste das gehen oder muss ich. Ach nö. Ich muss mich glaube ich so rumstellen, ne? Genau. Das heißt, jetzt kommt der weg, weg, weg. Alter, wie lange braucht der zum Abbauen? Nein! Bitte komm her! Bitte, 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 ich. Nein! Was passiert hier gerade? Hä? Ach, wir sind voll! Och, leck mich doch am Arsch! Ach, das ist ja hier schon wieder ein Traum zum Verzweifeln. Super, jetzt haben wir alles kaputt gemacht. Okay, wir haben ein Problem. Also technisch gesehen müsste das Ding eigentlich dahin. Ist das richtig? Doch, genau, macht Sinn. Genau, ja, das Ding hier war das offene Ende für den Pusher. Okay, das heißt, jetzt muss ich hier wieder so einen Stein hinbauen. Danke dafür. Nur damit ich ihn jetzt wieder abbauen kann. Jetzt kommt natürlich nicht mit, ist mir auch egal. So, wo ist jetzt dieses Glasding? Da. Nicht Glasding, sondern die Pipe. So. Jetzt nochmal. Der muss jetzt hier rauf. Ja, sogar gleich richtig rotiert. Sehr schön. Und bekommt drei Signale. Oder nur zwei? Nee, doch drei. Genau. Das heißt, wir kriegen jetzt pro Puls, wenn drei Item-Dings da uns da gleich rausgescheucht. Warum kriege ich den jetzt nicht? Gerade den habe ich ja noch direkt bekommen. Ist doch egal. Nein! Alter, willst du mich jetzt hier eigentlich verarschen? Macht er das hier mit Absicht? Ist das jetzt noch heile? Ja. Scheint zu funktionieren. Was ein Dreck hier, Alter. Scheiß Billigtechnik, ey. Fick meine Oma, ja. Arschloch. So, die Schippe kann weg. Dann kommst du nach da. Du kommst nach da. Und du nach da. So. Yeah. Ab heute, Stackwise. What? Alter. Mach einfach alles kaputt, Ronny. Mach einfach alles kaputt. Dafür ist es da. Ach komm her damit. Okay, Bock jetzt hier. Du auch weg. Dauert mir alles zu lange. So, jetzt kommt der einfach hier reingeklatscht. Bam. Und jetzt kommen hier wieder diese komischen Rohre ran. Nee. So. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Momentchen mal. Hat die Anlage nicht eingeschaltet? Ich habe doch die Anlage eingeschaltet. Warte, why hat sie nicht gearbeitet? Cool, egal. Haben wir jetzt wenigstens gleich hier Generalprobe. Boop. Hä? Momentchen mal. Was ist jetzt hier gerade falsch? LOL, okay. Sie ist in dem Moment ausgegangen, wo einfach beide Seiten aktiv waren. Das ist natürlich ein Fehler in der Matrix. So, jetzt checkt er immer gleich zwei Stacks mit einmal, heißt also die Kiste ist in 0, nichts leer. Oh, Alter, oh ja, und schon leckt das auch ganz schön. Aber die Kiste ist komplett leer. Ist das geil oder was? Sehr schön. Ist schon ein bisschen krank, ne? Gleich drei Stacks mit einmal und vor allem, wie gesagt, gleich drei ganze Stacks. Das heißt, die Kiste ist in, ja, in 8 Takten. Naja, nee, nicht ganz, hier unten sind auch noch welche. Ja, sagen wir mal in 11 Takten, also 11 mal an auf und dann ist die Kiste komplett leer. Also ratzfatz quasi. Aber man merkt auch schon, der stockert dadurch natürlich auch ein bisschen.
Das heißt, vielleicht sollten wir das denn jetzt doch so machen, dass wir dann hier den da hinten entfernen. Wobei der hatte aber immer noch zwei. Ich wollte eigentlich jetzt gerade so machen, dass er nur noch ein einziges Signal bekommt. Aber ich glaube mal, das wird mir nicht möglich sein. Upp, weg. Und dann kommt der nächste. Upp, weg. Ist schon geil, oder? Ist schon geil, oder? Das ist geil. Das gefällt mir. Okay, lassen wir das Ding mal in Ruhe. Wir haben unsere Taschen geleert und was wollte ich noch machen? Taschen leeren, dieses deckweisen Dinger bauen und was wollte ich schon noch machen? Oh, so siehst du, wir hätten gleich die Dinger auch mit rauspacken können. Ja, scheiß die mal dann. Na gut, ist doch egal. So, weg, 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 weg. Nee. Ach genau, Fernglas haben wir gebaut. Boah, Alter, wie ist das jetzt gerade? Uiuiui, okay. Also mit den kleinen Items hat er nicht so stark gestockert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er durch die großen Items so extrem zu tun hat. Weil eigentlich sind es ja, ein Stack ist ja ein Objekt. Das heißt, ob nun ein Objekt ein Item ist oder ein Objekt 99 Items sind, ist ja für den Lag eigentlich unrelevant. Aber trotzdem scheint das so mehr zu tun zu haben als davor. Was natürlich nicht so geil ist. Also, dass der Server mehr zu tun hat, ist klar. Aber wie gesagt, der Server ist ja dedicated. Unser Rechner hier zeigt er nur an. Hat damit aber gerade mächtig zu tun. Okay. So, jetzt haben wir schon drei ungebrauchte Pusher. Ach, Injektor heißen die Dinger. Okay. Sorry. Tut mir leid. Ich komme nicht von der Uni. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Dinger nochmal mitnehmen. Habe ich komplett gerade vergessen, dass wir die ja brauchen. So, euch packe ich mal hier gleich in die Kiste. Ich weiß, ist eine dumme Idee, weil jetzt wird die hier voll gemüllt mit Sachen, die sowieso ins Lager sollen, aber ich habe jetzt keinen Bock, extra nochmal ins Lager zu rennen. Von daher würde ich mal sagen, wir rennen nochmal hier übers Beet und dann springen wir direkt wieder in die Höhle. Und dann können wir endlich mal anfangen, die Höhle wirklich zu untersuchen. Ich glaube zwar irgendwie nicht daran, dass wir da jetzt wohl Pfad finden werden, aber zumindest scheinen wir da endlich mal Diamanten zu haben. Und Diamanten brauchen wir für manche Sachen, ne? Zum Beispiel diese ganzen Technik-Dinger. Da gibt es ja viele Sachen mit Technik, die Diamanten brauchen. Mir fällt nur gerade noch keins ein. Wow. Kriegen wir es so aus? Genau hier. Genau diese Wassermühle, die wollten wir bauen, diesen Wassergenerator. Und dafür brauchte ich das zum Beispiel. Was bist du? Eine Schupf. Ach so, ja, für diese Dwarf. Für diese, die Dinger, die wir im Lager haben. Siehst du, die könnten wir eigentlich auch bauen. Ich habe die Dinger komplett vergessen. Die gibt es ja auch noch. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm. Weil mit denen würde das Einsortieren auf jeden Fall schneller gehen. Okay, behalte ich mal im Hinterkopf und vergessen. Okay, im Bildschirm. Was für ein Bildschirm braucht man Diamanten? Oh mein Gott. Ja, dann hier so einen komischen Werkzeugwerkstatt, wobei das brauchen wir nicht. Zumindest wüsste ich nicht wofür. Gut, Diamant Upgrade brauchen wir erst recht nicht. Da haben wir Obsidian für. Musikspieler brauchen wir auch nicht. Was bist du denn? Enchantment Table. Es gibt ein Enchantment Table?
Interesting. X-Dekor. Na egal. Oh, Diamantblatt. Oh ja, eine Diamantblatt, das ist... Hä? Soll das Ding auch aussieht wie ein Bohrkopf? Ja. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Also halt noch Tür zu machen. Es zieht. So, und dann springen wir mal wieder in unseren Tod. Nächste Folge. Ja. Na gut, in dem Sinne würde ich nochmal sagen, ja, bis morgen. Genau, bis morgen. Und morgen gucken wir uns dann mal in der Höhle richtig schön um. Sammeln haufenweise Diamanten ein. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir jetzt ganz viele Diamanten finden, sind wir jetzt vielleicht doch auch auf der Höhe, wo wir vielleicht Sulfat finden. Wir werden es sehen. Hoffentlich. Also, sehen wir sowieso, aber hoffentlich finden wir welches. Bis dann. Ciao.